Moin zusammen, herzlich willkommen bei Möhnesee Barbecue. Ich bin René und ich habe hier ein paar leckere Pizza Party Brötchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt dran. Für meine Pizza Party Brötchen brauche ich natürlich in erster Linie hier solche Aufbackbrötchen. Ja, die werden nachher so 8 bis 10 Minuten fertig gebacken und das ist dann auch gut für unseren Belag. Ich mache heute zwei verschiedene Sorten Belag. Dafür brauche ich einmal jeweils einen Becher Schmand bzw. Creme Fraiche. Dann nach Belieben habe ich hier einmal Thunfisch und mit Knoblauch und Petersilie marinierte Krabben. Und hier einmal Schinken und als Salami-Ersatz verwende ich heute so Schinken-Pfefferlinge. Dann natürlich Käse, einmal für die Füllung bzw. den Belag selber. Und hier habe ich noch einen schönen kräftigen Bergkäse, den ich gleich reiben werde, für oben drüber. Und als Gewürze habe ich da Salz, Pfeffer und Pizzagewürz. Und um so einen ganz kleinen tomatigen Geschmack mit in unsere Soße oder den Belag zu bekommen, habe ich hier noch etwas nicht ganz unbekannten Ketchup. Ihr könnt aber auch passierte Tomaten nehmen. Nur hierfür brauche ich keine ganze Packung passierte Tomaten, deswegen nehme ich einen Spritzer Ketchup. Dann fangen wir doch einfach mal an. Als erstes beginne ich nun mal damit, den Schinken und die Wurst klein zu schneiden. Das kann dann auch schon mal sofort mit in eine Schüssel. Einen kleinen Spritzer Ketchup. Ungefähr die Hälfte von dem geriebenen Käse. Etwas Pizzagewürz. Salz und Pfeffer. Dann wird das Ganze kräftig verrührt. Wenn das Ganze dann so aussieht, dann können wir es ein bisschen beiseite stellen, dass es durchziehen kann. In der Zwischenzeit machen wir die zweite Variante. Dafür nehmen wir auch wieder den Schmand, fügen den Thunfisch hinzu
dann die Garnelen mit dem Öl und so weiter. Dies würzen wir mal vorab. Und vermengen das schon mal. Kommt hier der restliche Käse rein. Auch das wird gut verteilt. Auch dies kann nun noch ein wenig durchziehen. Und während das passiert, reibe ich den Käse und halte es im Backofen schon mal vor. So, aufmerksame Zuschauer werden bemerkt haben, bei dem Thunfisch-Garnelen-Topping habe ich den Ketchup vergessen. Das geht natürlich nicht. Hoppala. Da werden wir jetzt noch ein bisschen was unterrühren. Werden wir das Ganze probieren. Die Wursthüllung auch. Der Wurstbelag. Jawohl. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Nehmen wir unsere Brötchen, schneiden die schön in der Mitte durch. Naja, das geht auch besser. Und dann nehmen wir immer einen guten Esslöffel und verteilen das einfach so auf dem Brötchen. Mache das jetzt nochmal exemplarisch. Jede Mischung reicht ungefähr für 6 ganze Brötchen, also 12 Hälften. Ich mache dieses Blech jetzt mal fertig und dann nehme ich euch wieder mit dazu. Die Brötchen sind nun fertig belegt. Jetzt kommt noch der geriebene Bergkäse darüber. Und dann kann es schon in den Backofen gehen. Wie ihr den Belag macht, bleibt natürlich ganz euch überlassen. Diese zwei Varianten, die ich jetzt gemacht habe, sind natürlich nur Vorschläge. Wie viel Käse, die ihr da reinmacht, das müsst ihr auch selber wissen. Da kann ich euch nur als Anhalt geben, eine Packung Brötchen, 6 Stück oder 4 von diesen Baguette-Brötchen, eine Packung Schmand oder
Creme fraiche, mindestens eine halbe Packung geriebenen Käse und dann, was ihr mögt, Salami, Schinken, Thunfisch mit Zwiebeln, Paprika. Ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt. Das ist auch gut für Kindergeburtstage oder so. Schnell zu machen, gut vorzubereiten und es schmeckt klein und groß. Ich sage immer, mit dem Käse nicht sparsam sein. Gerade mit dem herzhaften Bergkäse ist ja überall Geschmack dran. So, der Rest wird so probiert. Und jetzt geht das Ganze ab in den Backofen für 8 bis 10 Minuten und dann sehen wir uns wieder. 10 Minuten sind rum, die Leckerchen sind fertig. Hui. Ich sehe nichts mehr. So sehen sie nur aus. Ich mache jetzt mal ein Tellerbild und dann verkoste ich natürlich noch für euch. Sind unsere Pizza Party Brötchen jetzt fertig und jetzt werde ich natürlich für euch noch probieren. Guckt euch das mal an. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ja? Beißen wir mal rein. Zum Wohl. Heiß. Oh, Hammer. Also wer auf Käse steht, gerade auf Bergkäse, für den ist das eine Nachmachen-Muss-Garantie. Bei diesem Geschmack, Leute, einfach nur klasse. Jetzt probiere ich das Ganze noch mit Thunfisch und den Krabben. Und das zeige ich euch mal eben noch von Namen. Schön. Außer Käse vom Blech. Ich kann es auch nur empfehlen. So eine einfache, schnelle, leckere Sache. Wie gesagt, auch gut für Kindergeburtstage, nur mit Salami beispielsweise. Meistens stehen die Kids ja nur auf Salami. Gut vorzubereiten, schnell gemacht, lecker Garantie. Was will ich mehr sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, drückt die Glocke, abonniert den Kanal und ihr verpasst nichts mehr. Und wir sehen uns dann wieder. Ich bin raus, René von Möhnesi Barbecue. Macht's gut.